Mannschaft hat heute 5:2 gegen den FC Homburg gewonnen. Wie bewerten Sie die gezeigte Leistung? Die Leistung war alles in allem gut. Wir hatten zwar Phasen, wo Homburg besser im Spiel war, wo wir ein bisschen Probleme hatten, aber ich glaube, so wenn man die gesamte Spielzeit betrachtet, dann haben wir schon ein gutes Spiel gemacht und sind, glaube ich, verdienter Sieger. Ist das Ergebnis so in der Höhe in Ordnung oder haben Sie vielleicht Homburg stärker eingeschätzt gehabt? Wir wussten, dass Homburg Qualität hat und das hat man auch gesehen. Gerade beim 2-1, da macht man einen leichten Fehler, den nutzt Homburg sofort aus. Das heißt, sie haben Qualität und wir wollten die Qualität von Homburg natürlich so wenig wie möglich zur Entfaltung kommen lassen. Ich glaube, es ist uns insgesamt gut gelungen und wir haben natürlich auch Qualität, wenn es nach vorne geht und sind immer dafür gut, ein paar Tore zu machen. Heute waren es 5 und ja, ist natürlich sehr gut. Steven Gröner, das 2:5 heute in Hoffenheim drückt nicht aus, wie das Spiel gelaufen ist. Ja, eigentlich nicht, aber drückt aus, was für Fehler wir gemacht haben. Gerade bei den Standardsituationen, wo wir explizit darauf hingewiesen haben. Ja, spiegelt zwar nicht wieder, aber wenn man die Fehler sieht, dann ist gerecht für Hoffenheim, dass sie 5:2 gewonnen haben. An was liegt es, dass man diese vielen Fehler macht in der Abwehr? Ich rede jetzt von 15 Gegentoren in den letzten 5 Spielen. Ja gut, man muss natürlich auch sehen, dass wir 2 neue dazu bekommen haben, die eine davon die Sprache nicht spricht. Wir hatten zwar eine Vorbereitung, die aber auch sehr durchwachsen war. Ist alles keine Ausrede in meinen Augen. Ich denke, man sollte vielleicht einfach ja, konzentriert sein, 100%, sich voll darauf konzentrieren und wenn einer einen Fehler macht, aufbauen und weiter geht's. Wächst der Druck natürlich jetzt von Spiel zu Spiel? Natürlich wächst der Druck, aber ich glaube, wir haben jedes Mal Druck. Jetzt natürlich, weil die hinten auch gepunktet haben. Aber ich glaube an unsere Mannschaft, wir haben Qualität und wenn wir 90 Minuten so kämpfen wie heute, dann glaube ich auch, dass sie wieder punkten werden. Jens Kiefer, 2:5 verloren heute bei der TSG Hoffenheim, aber so ist das Spiel nicht gelaufen, wie das Ergebnis ausdrückt. Ja, aber wir können uns im Endeffekt nichts davon kaufen. Wir haben ja 2:5 verloren, haben 5 Gegentore kassiert, 3 davon aus Standards, was sehr, sehr bitter ist, und haben ein ordentliches Auswärtsspiel von der Leistung her zu einem schlechten gemacht. Die Schlüsselszene war vielleicht die Chance für Kai Hesse in der 52. Minute zum 2:2, wo der Torhüter glänzend gehalten hat. Ja, nicht nur. Ich glaube, wir bekommen in der ersten Halbzeit es ist 0:1 in einer Phase, in der wir eigentlich die bessere Mannschaft waren. Wir hatten eine richtig gute Phase, wir haben ordentlich gespielt die erste Halbzeit und bekommen durch einen Stellungsfehler das 0:1. Kurz drauf ist 0:2 bei einem Standard, das völlig unnötig ist und waren dann drauf und dran, das 2:1, das 2:2 zu machen in der zweiten Halbzeit, haben ordentlich gespielt und bekommen dann 2 Knickschläge, wieder ein Standard, das dritte und dann ist es äußerst schwer und das Bittere ist ja, da machst du es 4:2 und hast noch 2 Riesenchancen eigentlich nochmal dran zu kommen. Und wir müssen sagen, die Mannschaft hat eigentlich ein ordentliches Auswärtsspiel gemacht und wir haben uns selbst bestraft. Du hast auf 3 Positionen die Mannschaft geändert. Hat das gefruchtet aus deiner Sicht gegenüber dem Spiel gegen Kaiserslautern? Wir haben verloren, also hat es nicht gefruchtet. Aber wir haben auf den Außenpositionen jetzt 4 Leute, die eigentlich auch ein Niveau haben. Der eine hat die Vorzüge, der andere die Vorzüge. Ich wollte einfach mit Chudley, der hat auch ein Tor vorbereitet, hat ordentlich gespielt, mit Björn zwei frische Kräfte auch bringen, die es jetzt auch verdient haben, ranzukommen. Aber das war absolut nicht, weil Marc zum Beispiel gegen Kaiserslautern einer derjenigen war, der bis zur letzten Minute alles gegeben hat und Randy auch ordentlich gespielt hat. Das wird jetzt auch ganz offen ein Spiel werden, wo wir auch von Spiel zu Spiel entscheiden, welcher dieser Spieler auf dem Feld steht. Es wird natürlich jetzt auch psychisch für die Spieler schwieriger. Je mehr man verliert und man weiter nach unten gucken muss, ist auch eine Kopfsache jetzt, erst recht. Ja, natürlich, aber wollen wir uns jetzt nicht zuerst mal darauf versteifen. Wir sind nach dem Spiel. Wir müssen jetzt zuerst gucken, dass wir nicht jetzt alles negativ machen, was das Spiel heute angeht. Wir müssen klar sagen, wo die Fehler waren und werden nächste Woche am Samstag nach Steinbach fahren und versuchen dort